Wrestling Fight Night House Show am Sonntag, den 2.10.2011 im WSA Center Wien 2, Hofe Niedergasse 3. Erleben Sie live Juniorenkämpfe und Profimatches mit den Stars von Wrestling Fight Night. Einlass 16:30 Uhr, Kinder unter 14 Jahren 5 Euro, Erwachsene 10 Euro. Kommen Sie und seien Sie live dabei bei Wrestling Fight Night. Sonst niemanden gibt und du verhunst das? Sonst niemanden so unfair. Oder was? Ich meine, zweimal ein extrem unfaires Match für Arsch, wirklich? Egal. Das mache ich sonst bei niemandem. Das Booking-Komitee hat beschlossen, du bekommst deine dritte und allerletzte Chance auf einen Profivertrag. Passt. Und weil es das du bist, mache ich das ganz einfach. Du kämpfst heute gegen eine Frau. Und wenn du das gewinnst, das sollte kein Problem sein für einen gestandenen Mann wie dich. Hoffe ich doch. Dann hast du einen Profivertrag und jetzt geh und wärm dich auf, weil sonst. Herzlich willkommen bei dieser Folge von Wrestling Fight Night. An meiner Seite mein Co-Kommentator Romeo. Herzlich grüß Gott und an meiner Seite befindet sich Humungus. Ich bin immer auf jeder Seite, aber egal. Bevor wir zu dem ersten Kampf kommen, gehen wir mal auf diese Geschichte darauf ein, wie es zu diesem Kampf überhaupt gekommen ist. Wen sehen wir denn als ersten Kampf? Der erste Kampf wird sein der Rookie Austrian Rebel gegen unsere altbekannte Extreme. Wie kam es zu diesem Kampf? Im Prinzip ganz einfach, aber begrüßen wir mal hier Austrian Rebel, unser Rookie. Er wirkt motiviert. Ja, es kam zu dem Kampf. Einfach, es hatte eine kleine Rebellion gegeben im Lockerroom der Juniorendivision der WSA. Und ich war einfach so nett, ihren Wünschen stattzugeben. Der Wunsch war, sie sind der Meinung, dass sie alle gut genug sind, um Profis zu sein und wollen einen Profivertrag in der WSA haben. Und nett und lieb, wie Humungus nun mal ist, habe ich dem Wunsch entsprochen, eine kleine Regel darin, sobald sie einen Profi besiegen, haben sie einen Profivertrag. Man muss halt dazu sagen, Austrian Rebel hatte schon zwei Chancen. Die erste Chance hatte er gegen Ricky Zanoni, hier hat er verloren und dann hat er eine neuerliche Chance bekommen. In einem Handicap-Match, wo er gegen zwei antreten musste, hat er diese auch vertan. Ja, das ist es ja, aber ich wäre nicht Humungus, wenn ich nicht so nett und lieb wäre. Ja, ja, ja. Und gebe diesem jungen Talent noch eine dritte, allerdings auch wirklich diesmal die letzte Möglichkeit. Und sogar eine einfache Möglichkeit. Der erste Kampf gegen einen Profi. Verloren. Der zweite Kampf. Okay, es war ein Handicap-Match, aber es war gegen zwei Rookies, Tricky Steve und Mr. Reed. Für einen Profi sollte das kein Problem sein. Heute hat es mit Extreme zu tun, einer Dame. Gegen ein Mädel zu gewinnen, also das muss auch ein Junior zusammenbringen. Ja, aber Extreme ist nicht nur ein Mädel, sondern sie ist wirklich eine Dame, die schon lange Erfahrung hat und eine wunderbare Wrestlerin ist. Extreme ist einfach ein extremes Mädel. Da kommt sie schon zum Ring. Ah, sie nimmt sich ihre Zeit. Irgendein Geplänkel mit dir hier. Ja, ich habe ihr nur wieder in Erinnerung gerufen, was ihre Aufgabe ist. Sie soll diesen Junior einfach in seine Schranken weisen. Denn egal wie gut er ist, egal wie motiviert er ist, in meinen Augen hat er einfach noch nicht das Zeug zu einem Profi. Aber heute kann er sich beweisen und wir werden auch hier sicher einen tollen Kampf von ihm sehen. Lassen wir uns überraschen. Tatsache ist, aber wenn er Profi sein will, muss er gegen Extreme gewinnen. Der Referee hat jetzt Austrian Rebel kontrolliert, ob irgendwelche illegalen Sachen hier in den Knieschützern, Ellbogenschützern oder in den Schuhen versteckt sind. Das ist auch gut so, denn in der USA haben illegale, verbotene Aktionen einfach nicht verloren.
Das war immer schon das Credo der Humongous Crew und daran halten wir uns. Und Quincy Jones, unser offizieller Referee, tut gut daran, dafür zu sorgen, dass es fair im WSA-Ring zugeht. Jetzt muss er dann noch Extreme kontrollieren. Na, lassen wir uns mal überraschen, wie er eine Dame kontrolliert. Es ist ja nicht das erste Mal meines Wissens, dass er Damen zu kontrollieren hat. Er hatte damals bei unserer Europameisterschaft der Damen-Division der WSA. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Was macht Extreme hier? Ja, ich glaube, da muss ich mal ein Wörtchen mit ihr reden, denn wir sind doch ein jugendfreier Sender hier und diese Pose war alles andere als jugendfrei. Ja. Und ein Shake fair, hand. Ganz fair und square, so wie es sein soll in einem Wrestling-Ring. Ah, sie nähern sich an zu einem Lock. Das ist mehr ein Gequatsche als ein Lock. Oh, ausgewichen. Eine Ohrfeige sollte das sein. Ja, flott ist er ja, dieser junge Mann. Lock. Und in die Seile. Aus dem Rebel drängt Extreme in die Seile. Extreme hat locker mindestens 3 Kilo mehr als er. Wir haben gesehen, bei 4 muss man lösen, wenn man bei den Seilen ist. Ja, das sind die Regeln im Wrestling-Ring. Bis 5 hat man Zeit, Aktionen in die Seile zu machen. Bis 5 hat man theoretisch auch Zeit, illegale Aktionen zu setzen. Aber irgendwie traut sich Austrian Rebel nicht hier abzuattackieren. Ja, andererseits, Extreme macht noch weniger als Austrian Rebel und das verblüfft mich einigermaßen. Oh, ein Shoulderblock, naja, das hätte ich auch verblüfft. Wieso funktioniert das? Keine Ahnung, aber irgendwie, der Tritt war nicht hart. Auch dieser ist nicht allzu hart. Ja, ich meine, er ist Rookie, vielleicht hat er einerseits Respekt vor Extreme als Wrestlerin, vielleicht hat er auch natürlich ein Problem, gegen eine Frau anzutreten. Ja, da könnte er vielleicht eine gewisse Hemmschwelle haben. Ah, Extreme spielt mit dem Publikum. Auch hier sollte er lieber auf Extreme losgehen. Er hat nur diese Chance. Das ist seine letzte Chance auf einen Profivertrag. Da müsste er mehr tun für den Kampf. Ja, andererseits, man soll einer Dame Zeit geben, sich zu erholen. Und schon sehen wir es hochgehoben. Ah, ein Lift-Up? Nein. Was ist denn hier los? Ich meine, ich kenne Extreme. Extreme ist einfach so ein Elbow-Drop. Ah, jetzt geht hinaus. Sie nimmt sich ihre Zeit. Man merkt, dass sie Profi ist. Aber trotzdem, Austrian Rebel sollte dranbleiben. Er sollte rausgehen, sie hineinholen in den Ring, sie weiter bearbeiten, denn er hat nur diese letzte Chance. Er braucht den Vertrag. Er möchte ja Profi sein. Und dazu tut er einfach viel zu wenig. Was sagst du? Ganz meiner Meinung. Ich habe das schon am Anfang gesagt. Ich bin wirklich nicht der Meinung, dass Austrian Rebel schon bereit für einen Profivertrag ist. Jetzt der Lock-up. Go behind. Das war schön gemacht von Austrian Rebel, muss ich sagen. Aber er löst. Nein, das war ein Schlag auf den Oberschenkel, habe ich gesehen. Ah. Meines Wissens hat Austrian Rebel einen gewissen Background als Martial Arts Kämpfer. Dann müsste er aber auch diese Techniken irgendwie hineinbringen. Naja, er hat jetzt mit einem Handkantenschlag den Oberschenkel von Extreme bearbeitet, was ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe. War sehr schnell fürs menschliche Auge, aber da ich ja auch einen Martial Arts Hintergrund habe, ist mir das nicht wirklich entgangen. Ja, diese Schulterblock. Das war eine Clothesline, die zweite. Losen ausgewichen. Und, aber ein Schulterblock jetzt von Extreme. Ja. Aber jetzt dürfte ich das auch ein bisschen zugefügt haben. Ja, das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Und hier sehen Sie es: ein Schlag gegen den Oberschenkel. Es gibt hier Pressure Points und wenn die getroffen werden, ja, das ist noch viel zu früh im Kampf, logischerweise. Ja, aber irgendwie dürfte das Knie von Extreme doch mit Leidenschaft gezogen sein. Ja. Und hier macht er es richtig, er greift weiter auf das Knie an, aber er bleibt nicht dran. Naja, er muss auch lösen, wenn Extreme im Seil ist und sie ist eindeutig außerhalb des Ringes gewesen. Und als fairer Profi, der er doch sein möchte, muss er natürlich warten, bis Extreme wieder in den Ring kommt. Aber Humongous fällt ja auf, das Ganze wirkt nicht mit letzter Konsequenz. Ja, das ist richtig. Was mir vor allem auffällt, ist,
dass es von beiden nicht mit letzter Konsequenz passiert. Ich meine, das war jetzt ein brutaler Vorarm von Extreme. Wobei auch hier, da bin ich anderes gewohnt von ihr. Ja. Ah, ein Snap mehr. Ja. Aber auch sie legt nicht nach. Normalerweise sollte sie zu einem Griff oder zu irgendwas weitermachen, aber das tut sie nicht. Und wieder das Knie. Ich glaube, das Knie, entweder ist da irgendwas mit den Bändern, irgendwie findet keinen Halt mit dem Knie. Er hat ja leicht eine Schwachstelle von Extreme entdeckt, das würde mich jetzt sehr finden. Ja, und da stößt sie ihn einfach zurück, also der Kraftunterschied eindeutig zugunsten von Extreme, und ich verstehe einfach nicht, warum sie den nicht ausnützt. Aber sie kommt schwer auf die Beine. Ja, vielleicht haben diese Handkantenschläge auf den Pressure Point am Oberschenkel Wirkung gezeigt. Vielleicht ist der Fuß halb gelehnt. Nein. Aber auch hier, sie lässt sich feiern, er stolziert im Ring herum. Das, so schaut kein Wrestling-Kampf aus in meinen Augen. Nein, und auch nicht jemand, der unbedingt einen Profivertrag will. Und schon wieder, sie hebt ihn hoch, aber mit welcher Mühe, und sie fällt schon wieder auf den Rücken. Eins, zwei. War's das? Nee, das kann es nicht gewesen sein. Nein, das wäre nur ein Zweikampf. Das hätte auf jeden Fall ein Nachspiel. Elbow Drops. Der zweite sitzt auch alles auf die Schulter jetzt. Er steigt in die Mitte, das hätte mich jetzt verblüfft, die Aktion, ja. Auf die wäre ich jetzt gespannt gewesen. Was macht er jetzt? Ja, die Seite. Und wieder ein Schulterblock. Aber das wirkt irgendwie nicht nach Wrestling. Ja, ich habe keine Ahnung, was Extreme hier vorhat. Und da hat sie ihm anscheinend was geflüstert, oder keine Ahnung. In der Ringecke, Schläge. Nur ein Schlag, normalerweise. Ein Schlag auf die Brust, also das. Und dieser eine Schlag, der. Ja, aber der zeigt Wirkung, und das ist ja ganz eigenartig, ja. Ein Ansatz zu einem Suplex und schon wieder ein Schlag in den Oberschenkel, ein zweiter Schlag, Extreme am Boden. Was passiert hier? Ein Cover? Ein Cover? Eins, zwei, drei. Der Kampf ist vorbei. Sieger dieses Kampfes aus den Beinen. Vielleicht ist das Knie wirklich so in Mitleidenschaft gezogen. Hallo, Austrian Rebel hat jetzt einen Profivertrag. Ja, er hat gepinnt, aber es ist regelkonform. Der Schiedsrichter hat dreimal durchgezählt, damit ist es erledigt. Extreme am Boden, Austrian Rebel, Sieger dieses Kampfes, ein Profivertrag in der WSA für dieses junge Bursche. Der Kampf hat sich eigentlich nicht verdient, dass er einen Profivertrag bekommt, aber ich gönn's ihm. Aber für ihn gilt, er muss trainieren, er muss mehr machen. Da sagst du was zu ihm? Ja, nein, ich bin nach wie vor erschüttert gewesen. Ich war damals schon erschüttert, und jetzt, wo ich das wieder sehe und zu kommentieren habe, bin ich nochmal erschüttert. Ja, nichtsdestotrotz, er hat den Profivertrag, Extreme hat diesen Kampf verloren, anscheinend war sie verletzt. Ah, und hier eine Geste gegen Mungus. Und sie kann wieder stolzieren. Was ist das? Sie hat eine Finte von Extreme. Man hat Humungus hineingelegt, das hat ein Nachspiel. Das kann ich dem Publikum jetzt schon versprechen. Das hat ein Nachspiel. Extreme wird das büßen, Austrian Rebel wird das büßen, und das Publikum wird das sowieso auch büßen, denn sie haben Extreme angefeuert. Extreme hat mit den Waffen von Humungus gekämpft. Leute zu hintergehen und um zu gewinnen. Humungus hat noch nie Leute hintergangen, Humungus hat einfach nur seine Kämpfe gewonnen. So schaut's aus, das ist Fakt. Aber egal, kommen wir zum nächsten Kampf. Und hier wartet uns Mr. V gegen Ricky Zanoni. Ja, Ricky Zanoni, der ehemalige Tag Team Partner von Romeo, hat sich gemausert. Er hat erkannt, wo er mehr Geld verdienen kann, wo er seine Kämpfe gewinnen kann. Er hat sich von mir einen Vertrag geben lassen. Er hat den Auftrag, die Rookies daran zu hindern, Profis zu werden. Und bis jetzt ist ihm das auch sehr gut gelungen, wenn mir Extreme jetzt nicht dieses Hackeln ins Kreuz geschlagen hätte. Die neue Einstellung von Ricky Zanoni ist natürlich alles andere als schön. Er ist nicht mehr das. Er war ein Publikumsliebling. Er war ein wunderbarer, technisch versierter Wrestler. Er hat all das weggehaut, nur um mehr die Karriereleiter raufzuziehen.
zu klimmern, anstatt dass er harter bearbeitet, harter definiert. Technisch versiert, Publikumsliebling, wen interessiert das? Jetzt gewinnt er seine Kämpfe, jetzt bekommt er eine anständige Gage. Und jetzt kämpft er gegen Leute wie Mr. Wee, obwohl dieser junge Knabe mich wirklich bis jetzt in seinen Rookie-Kämpfen sehr stark beeindruckt hat. Wenn einer es verdient, Profi zu werden, dann dieser Rookie. Ja, Mr. Wee wirkt sehr vorbereitet. Er muss halt noch ein bisschen an sich trainieren. Okay, ein bisschen ist untertrieben, sagen wir 20 Kilo mehr Muskelmasse. Aber ja, er ist noch jung, er ist 14 oder 15 Jahre alt. Das heißt, wenn er es noch ein, zwei Jahre durchhält in der WSA, dann haben alle Wrestler weltweit einen Gegner, den sie fürchten lernen. Ja. Nur Ricky Zanone, ich weiß nicht, wie jetzt seine Einstellung ist. Nur die Einstellung, die er jetzt hat, ich glaube, für Mr. Wee wird es heute ganz schlecht werden. Warten wir es ab. Ich gehe auch davon aus, denn der Erfahrungsunterschied ist einfach viel zu groß. Richard Zanoni, ein alter Hase in dem Business, zwar auch nicht körperlich einer der härtesten, stärksten, kraftvollsten Wrestler, aber ein sehr guter Techniker und er hat, wie er in der letzten Zeit bewiesen hat, die richtige Einstellung. Auch er bespuckt das Publikum, das darf er nicht tun. Ja, das war nur Kaugummi. Und mit einem Kaugummi sollte man nicht in den Ring steigen. Was bleibt einem da anders übrig, als dem Publikum ein Geschenk zu machen? Ein Kaugummi fürs Publikum. Von Zanoni persönlich, mein Herr. Er ist zwar noch immer, tritt noch immer für Italien an, er ist aber nicht mehr der Italiener, wo ihm das Publikum so geliebt hat. Ja, dafür gewinnt er jetzt seine Kämpfe und das ist wichtig. Er hat vorher auch schon Kämpfe gewonnen, aber er hat nicht mehr die nötige Einstellung dazu. Er will nur mehr provozieren, auch hier jetzt beim Schiedsrichter, das gefällt mir gar nicht. Das ist auch keine professionelle Einstellung des Schiedsrichters. Er hat diese Flagge, diese italienische Flagge am Boden zu ehren, so wie es sich für einen Offiziellen der WSA gehört. Es spielt in der WSA keine Rolle, ob du aus Österreich, aus Italien, aus Ungarn oder aus Djibouti kommst. Ah, Handshake, oh! Eine schöne Clothesline, ja, das war, glaube ich, der Wake-up-Call für Mr. Wee. Hoffentlich macht er davon auch auf. Ein großer Überraschungsmoment für Mr. Wee. Und ein schöner Bodyslam. Bodyslam, ja. Kommt hier der Legdrop. Jawohl. Ein hochgesprungener Legdrop. Aber das kann es gewesen sein. Eins, zwei, nein, nur ein Two-Count. Diesen Legdrop hat er und schon. Und schauen Sie, auch jetzt in seiner Jugend macht Mr. Wee das Richtige. Er ist angeschlagen, er ist überrascht. Was macht er? Wie ein echter Profi, er geht aus dem Ring und nimmt sich die Zeit. Ja, hier kann er nämlich eine neue Taktik zurechtzulegen. Er nimmt sich die Zeit, um auch die Taktik von Zanoni zu durchkreuzen. Angriff. Und super gemacht, da hat sich Zanoni etwas zu viel Zeit gelassen. Ein Headlock. Wird das ein Whipping in die Seile? Wahrscheinlich, ja. Hier ist es Whipping, was kommt jetzt? Oh, brutale Clothesline. Bei diesem Kampf merkt man, hier ist mehr Konsequenz als beim vorigen Kampf. Ja, beide wollen den Kampf gewinnen. Oh! Ein brutaler Kick auf den Oberschenkel, wage ich mal zu behaupten. Zanoni schickt den Schiedsrichter zu den Ringeck und kann dadurch mit einer unfairen Aktion starten. Genau ein Tritt in die Weichteile. Also in meinen Augen war das ein Tritt auf den Oberschenkel. Ein Whipping ins Ringeck. Kommt hier jetzt ein Klosline? Nein! Ein Dropkick, aber weit daneben. Ah, das war telegrafiert, Zanoni. Das kannst du besser. Ja, ein Fehler im Wrestling und schon muss man bezahlen. Und Zanoni macht hier gerade diese Erfahrung. Aber Mr. Wee muss jetzt dranbleiben. Jetzt muss er seine Chance wittern. Schöner Elbow-Drop. Ein gesprungener Elbow-Drop. Ja. Und Zanoni leidet am Boden. Was kommt jetzt? Der schleppt ihn sich in die Mitte des Rings, steigt aufs Seil. Was kommt da jetzt? Oh, wieder ein Elbow-Drop. Oh, Elbow-Drop. Das Cover und der Referee an der Fangstelle. 1, 2, 3, oh, fast wäre das gewesen. Aber ich bin wirklich erstaunt. Mr. Wee geht wirklich in den Vorwärtsgang. Er versucht hier Zanoni keine Pause zu geben. Und wieder ein Cover. 1, 2, ja, so wie es ausschaut, wenn der Kampf so weitergeht, sehen wir heute noch einen weiteren Junior, der ist ins Profilager. Unfaire Aktion.
Ah, der Zanoni wollte nur aufstehen und da war einfach Mr. V im Weg. Sowas hätte Zanoni in den früheren Tagen nie gemacht. Er hätte hier eine Technik angewendet. Hätte hier irgendwelche Würfe genommen oder ein Roller, aber nie so eine Option. Ansatz zum Boston Trap. Das kann es gewesen sein. Für den Boston Trap müsste er jetzt mehr in die Knie gehen, wenn er ihn wirklich durchziehen will. Ja, vor allem, er dürfte sich nicht ins Seil ziehen lassen und Mr. V rettet sich wie ein Seil, der Griff muss gelöst werden. Zanoni nimmt sich aber auch die Zeit, bis 5 hat er Zeit, bei 4 hat er gerade noch gelöst. Was macht Zanoni jetzt? Holt er in den Ring? Ja, er lässt Mr. V die Zeit, in den Ring zu gehen. Könnte er, na, doch nicht. Überfallsartig, auf Mr. V ist er losgegangen. Ansatz zum Slam. Was wird das, ein Power Slam oder ein Shoulderbreaker? Power Slam! Ja, und das kann es gewesen sein. Ja, das Cover ist Two-Count, würde ich sagen. So, ein Two-Count. Ja, da hätte er das Bein einhaken müssen. Ja, die letzte Konsequenz. Der richtige Wille zum Sieg ist noch nicht da. Aber vielleicht spielt er mit seinem Gegner. Vielleicht will er noch ihn wirklich zermürben. Ja, das kann durchaus sein. Denn jetzt kommt Mr. V zurück. Whip in. Was kommt jetzt? Oh, Clothesline. Clothesline und Zanoni am Boden. Da hat er sich zu sehr gespielt, sage ich zu behaupten. Ja, Mr. V lässt sich nichts gefallen. Also dieser Kampf schaut ganz anders aus als der erste Kampf. Was ist das hier? Ein Würgen? Würgen, ein Streicheln an der Halsschlagart, da wage ich mal zu behaupten. Nein, das ist illegal, da muss er lösen. Ja, macht er ja auch. Also da gibt es nichts Illegales. Er hat bis 5 Zeit, er nimmt sich die Zeit. Zanoni macht das auch. Auch ein Suplex-Ansatz. Kann er den durchziehen? Jawohl! Schön gezogen. Und dann Cover. 1, 2, 3. Oh, fast wäre es das gewesen. Mr. V jetzt wieder im Vorwärtsgang. Also ich bin hier jetzt zwiegespalten. Einerseits... Er möchte das Finish zeigen. Ja. Einerseits hat Zanoni den Auftrag von mir. Naja, ein... Was war das? Ein Boxsprung? Ein Boxsprung, Legdrop über den Rücken, keine Ahnung. Vielleicht ist das der Finishing Move von Mr. V, ein Boxsprung, Mr. V Art. Mr. V Sprung, keine Ahnung, ja. Da regt er sich jetzt beim Referee auf, diese Zeit sollte er sich nicht nehmen. Na, weil jetzt kann Zanoni sich regenerieren und kann seine Chance wittern. Ah, Ohrfeige, das dürfte er nicht machen. Und da kommt schon Zanoni, das macht ihn wütend. Einen Italiener darf man nicht reizen. Und ein schöner Elbow Smash. Und da legt ihn er sich zurecht. Was kommt hier? Ah, wieder eine Aktion vom obersten Seil. Wird es sein berühmter Leg Drop oder ein Big Splash? Ich glaube, es wird ein Leg Drop, weil er vom unteren Seil springt. Ja, das ist der Leg Drop. Ja. Das kann es gewesen sein. Das ist einer seiner Finisher. 1, 2, nein, nur ein Count. Aber jetzt zeigt er, er will jetzt Schluss machen. Jetzt hat er genug von Mr. V. Ansatz zum Slam. Und durchgezogen. Ja, war's das? Cover. 1, 2, 3. Sieger dieses Kampfes, Richie Zanoni. Und das demütigt er ihm noch. Er schlägt noch nach. Er hat noch nicht genug von seinem Gegner. Ja, aber man muss Hut ab vor Mr. V. Er hat sich tapfer geschlagen und es wäre 3-4 Mal fast so weit gewesen und er hätte den Kampf gewonnen und wäre Profi gewesen. Was für eine schlimme Einstellung von Zanoni. Mir tut irgendwie Mr. V leid. Er wollte den Vertrag, aber es fehlt einfach die Erfahrung, es fehlt die Körpermasse, es fehlt die Technik. Egal, es war ein toller Kampf, obwohl es ein Rookie war, der gegen Zanoni gekämpft hat. Ein toller Kampf, beide haben gute Leistung gebracht. Das war's für heute. Schalte Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Wrestling Fight Night. Like it hard, like
Wrestling Fight Night House Show am Sonntag, den 2.10.2011 im WSA Center Wien 2, Hofe Niedergasse 3. Erleben Sie live Juniorenkämpfe und Profimatches mit den Stars von Wrestling Fight Night. Einlass 16:30 Uhr, Kinder unter 14 Jahren 5 Euro, Erwachsene 10 Euro. Kommen Sie und seien Sie live dabei bei Wrestling Fight Night.